Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Seven Days to Die Darkness Fall zusammen mit dem Baumstreicher. Hello! So. Neue Aufnahmesession, neues Glück, obwohl ich meine, wir haben beendet mit, wir machen jetzt heute Quests. Ich finde, wir stehen zu unserem Wort. Und währenddessen laufen wir hier noch ein paar tausend Pflastersteine durch. Das finde ich auch gut. Nehmen wir noch mal eine Pille. So. Der Striker ist irgendwie schon am Questus Mobilus, hat er gesagt. Das war in etwa die Wortwahl. Ich muss nur kurz unseren Vordereingang finden. Das ist der Hintergrund. Meinst du, das Schild ist. Ah. Meinst du, das Schild ist nicht ein bisschen so groß? Ist dir das jetzt erst aufgefallen? Vielleicht? Ja, hat er das gesehen? Geil, wir wurden einfach dran gehangen. Ja, nett, dass du es jetzt gesehen hast. So, apropos, ja. Haben wir überhaupt Quests? Ja. Haben wir. Wie die näher ist, wie immer, die Frage. Fetch. Cable Guys. Sieht für mich am nächsten aus. Ich habe hier noch eine Fetch. Die ist, 176 Meter entfernt. Die habe ich nicht. Senior Drogas Resistenz. Residenz. Seit wann haben wir getrennt voneinander Quests? Du bist gerade echt abgehackt bei mir gewesen. Ach so. Dann sag ich's nochmal. Seit wann haben wir getrennt voneinander? Warte, jetzt habe ich hier. Fetch Clear. Senor genau. Drogas. Hey, ja, okay. War die eben schon da? Wobei, im selben Land unterwegs mit unserem Internet, oder? Ja, wir sind im selben Land unterwegs. Wir müssen aber vorher noch eine andere Station abriegeln. Okay. Das, was du sagst. Eventuell ist mein Inventar ein bisschen voll. Da ist eine Kuh auf der Straße. Wenn es eine Teufelskuh ist, ist das okay, aber... Solange es nur eine freundliche Kuh von nebenan ist, ist es nicht okay. Kann ich mir noch eine Quest bei dir mitnehmen oder habe ich jetzt einen von dir dabei? Hab ich wohl dabei. Was konnte ich mir bei dir kaufen? Ach so, Medizingedöns. Goodbye! So. Opfer-Quest da. Cable Gaze, Dock Days. Das sind, glaube ich, beides White River Dingster Quests. Dann haben wir eine Darkness Falls Quest und zwei normale Quests. Okay. Also eigentlich sind wir relativ gut dabei. Wow, 97 Meter, ich gehe zu Fuß. Bist du eine Teufelskuh? Nee, ne? Nee. Ist okay. Eindeutig, wir kriegen zu viele Macheten. Ich glaube, ich habe auch schon einige zerlegt gehabt, um das mal so zu glauben. Also glaube ich, die unterste Leveling habe ich einfach zerlegt gehabt, so nach dem Motto, die sind eh fast nichts wert und du wirst eh nie auf alle Fälle alle los. So, wo ist hier der Endloot? Machen wir doch mal die Abkürzung. Oder ich renne einfach durch. Wo ist es denn? Du bist ja kurz mit Verkaufen beschäftigt. I've got a bad feeling about this. Ah, das Gebäude hier, das ist ein bisschen, Ich erinnere mich. Das Gebäude kommt mir doch sehr bekannt vor, wollte ich damit sagen. Weil so dämlich, wie ich hier gerade rumrenne, das ist nicht wunderbar, wenn ich gleich sterbe. Bücherregale. Ha! Hab den Endloop gefunden. So, jetzt geht das Geballer los. Okay.
Ja. Opened. Titanhelm, Titanium Plated Kevlar Helm. Ja. Irgendwie ist er mal was anders. Das ist alles so groß. Irgendwas ist hier. Incoming Enemies, prepare the complex. Ich finde es gut, dass du die Gegner hast, nicht einfach Gott und die Kugel werden. So, Endlot ist fertig. Ich komm wieder raus. Ich hab Schürfwunden, ich bin infiziert und das nur wegen dir. Was kann ich denn jetzt dafür? Du hast den Endlud provoziert. Ja, und sollte die Gegner auch mir hinterher rennen und nicht dir. Ja, dann heil mich jetzt auch wenigstens. Ich versuch's doch schon! Hab ich getroffen? Ja. Ja. So, ich habe Blunt Weapons. Die hattest du schon auf 100 voll, ne? Ja. Ich die? Endlud. Shotgun levelt sich bei mir von alleine. Pistole für dich. Pistole müsste eigentlich auch schon, glaube ich. Ja, Pistole ist schon fertig. Pistole ist fertig, kannst du lernen. Nehme ich. Los. So. Titanspitzhacken. So, du hast doch Titan-Plated Kevlar-Sachen, ne? Ja. Auf welcher Stufe ist dein Helm? 61. Okay. Deine Hose? Das Set ist auf 61. Ah, cool. Dann ziehe ich das wohl an, was ich hier gefunden habe. Ja. Hast mich überzeugt mit deinem super aufwendigen Diskussionsverhalten. Geh mal kurz nach Hause. Okay. Von mir aus. Bin schon zu 4% infiziert. Du hast mich doch mit dem Erste-Hilfe-Kit bearbeitet, oder? Ja. Gut. Die Abschürfungen gehen anscheinend durch dich nicht weg. Oh. Here is a mouse cannon to jury and heal over time perks or medical items like aloe cream. Wir haben bestimmt eine Aloe-Creme oder so zu Hause, schmier ich da mal drüber. Medics. Natürlich, das Antibiotika reicht noch. Okay. Das war das andere. Titan-Plated Kevlar, das habe ich fertig. Ja, auch auf Stufe 60. Das heißt, die brauche ich nicht. Dann können wir die verkaufen. Okay. Dann können wir noch mal kurz in die Garage, bis der Swagger wieder da ist. Waren ja auch noch ein, zwei Kisten. Schlimm mit dir. Mit mir? Hm. Weil ich so lootgeil bin? Ja. Okay. Nehme ich dir nicht mal übel, die Aussage. Boah, es war nur eine Kiste hier drin. Oh, ich dachte echt, es waren mehr. Halt! Du blutgeiler Sack. Ich muss noch ein Bier trinken. Du kannst ruhig starten, ja. Ich setz mich hier hin. Schaffst das schon alleine. Du weißt aber, dass du deine eigenen Vorräte auch holen musst. Ja und? Kann ich ja machen, wenn du hier aufgeräumt hast. Ach so, ich soll aufräumen. Ja klar, das schaff ich alleine. Ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Komm, Challenge. Also ich für mich. Spät, ich hab den ersten schon erschossen. Du kannst machen, was du willst, aber für mich ist Challenge, ich mach's jetzt ohne zu schießen. Mal gucken, wie weit ich komme mit meinem tollen Titanspeer.
dass ich wie so ein Verrückter durchgerannt bin, hat da noch einen Lilan inzwischen durch. Der könnte schwierig werden. Hast du nicht was von Speer gesagt? Warum hast du eigentlich die Kettensäge gehört? Weil ich eine Lootkiste aufgeschraubt habe, vor allem. Schrauben, okay. Ja, okay. Das ist ein Kettenschrauber. Hast du noch nie was davon gehört? Heiktet sich auch zum Holzfällen. Scheint wohl was Besonderes in deinem Land zu sein, wo du lebst. Ja. Ich habe eine Machete gefunden. Brauchen wir noch welche? Meine, du hattest eben deutlich gesagt, wir haben viel zu wenig Macheten. Wir brauchen unbedingt mehr davon. Etwa das hattest du, glaube ich, gesagt. Also ich hasse es halt immer noch in meinen Situationen, dass du einfach Teamschaden aushast. Ja. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil du neigst echt zu ziemlich kurzfristig gedachten Hassaktionen. Da bist du ein richtiger Kandidat für. Was? Ich mach doch keine Menschenjagd auf dich. Oh, ich muss sagen, ich finde das bei Remnant ganz spannend, dass wir da so drauf achten müssen und dass du mich mit deinem Feuersturm einfach so oft so am Arsch hattest. Ich bin so froh, dass du jetzt auf Sandsturm gegangen bist. Was für eine Tür? Ich will hier die Tür mit Fliegengitter haben. Für dich zu Hause oder für uns zu Hause im Sinne von in dem Spiel? Ja, hier. Steht ein Name dran, wenn du sie anguckst? Nee, oben steht da. Ich kann ja das Cheat-Menü mal fragen. Use door unlocked. Was Pistole hast du fertig, ne? Kann ich lesen. Sie. Boah, ich muss noch 5 Minuten warten, bis meine ganzen Pflastersteine durchgelaufen sind. Da kann ich weiter zerlegen. Brauchst du noch Athletics? Yes. Gut, da habe ich noch Bücher dann. Ich bin ja nicht so athletisch. Ja, deswegen gibt es extra Lehrbücher. Das ist ganz cool. Für Leute, sind extra für Leute, wie du es bist, geschrieben worden, die Dinger. Ich habe auch eine Menge Sportbücher gelesen. Gefunden im Übrigen. Ich habe auch eine Menge Sportbücher gelesen, habe immer noch kein bisschen abgenommen. Ach, das hilft, glaube ich, nicht. Das ist der Vorteil bei dem Unterschied zwischen Real Life und Videospiel. Hier hilft es dir vielleicht. Das ist ganz so krass, dass du deine gesamte körperliche Verfassung und Figur halt da angepasst wird, wie du spielst und wie du dich ernährst. Total cool eigentlich. Willkommen bei GTA San Andreas. Stimmt, da hatten wir das auch schon mal angefangen. Das ist natürlich bei Scam deutlich tiefgreifender, aber das Spiel ist auch ein ganz klein wenig neuer als San Andreas. San Andreas war es ja auch schon mal so. Stimmt, ich erinnere mich. Ich habe zwar nie wirklich gespielt, aber ich habe es gehört von den Leuten, die es gespielt haben. Mensch, ich glaube, ich habe den Endloot gefunden. Erklärst du mir, warum hier oben nichts mehr los ist? Jo, die Gegner sind doch tot, das ist sehr schön. So, die Sachen hätte ich gerne noch. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Was ist dein Titanspeer aktuell? 40. Gut. Hast 9. Das ist zufälligerweise ein 55er in der Kiste.
Nimm mal mit, mein Inventar ist leider komplett voll. Ah. Ja. Kommt halt davon, wenn man zweimal lootet. Wenn man so gierig ist. Ich bin jetzt hier gerade extra in dieser Darkness Fall-Szene, die ich mal angelegt habe, damit man mein Life besser sieht. Aber trotzdem sitze ich schon wieder davor. Eieiei. Muss ich mich nochmal schieben? So, sind wir fertig. Nächste Quest, wer Doktor ist. Klar. Da steht das Auto. Lass mich raten, wir sollen Hunde töten. Ich glaube schon. My senses have picked up something. Ist auch noch meine Quest. Oh, verdammte Axt. Crafting wurde abgebrochen, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Kannst du Stofffetzen unterbringen? Klar. Müll doch das Auto voll. Das wollte ich ja vermeiden. Das muss man ja wieder aufräumen. Okay. Da sind Stofffetzen. Ich kann auch Eisen mitnehmen. Ich kann... Leder kann ich. Ich kann eine Menge, also... Holz? Nö, aber ich habe noch Platz, sagen wir es mal so. Passt schon. So, okay. Ich starte. Bleib ich bei Schuss. Ich mach bei Schussfrei heute. Ich mach eine schussfreie Folge, aber ich hab ja schon. Wahnsinnige um mich geschossen. Guck mal, ich kann Beutel droppen lassen. Ich hör auf. Oh. Lohnt sich jetzt noch eine Quest? Nein, ich steige einfach zu dir. Du machst das schon. Geil wäre es natürlich, wenn wir alle vier Quests, die wir dabei hatten, jetzt heute in der Folge schaffen. Da haben wir ein richtig gutes Ziel gehabt. Ist natürlich kein Pflichtprogramm, aber ich fände es cool. Sollte klappen. Wo fahren wir hin? Cable Guys. Weil ich habe wieder nur. Ich habe den Fested Clear gehabt bei meiner Quest von Yen. Das heißt, ist Stufe 2er Gebäude. Das bedeutet, das wäre relativ schnell durch. Das sollte recht gut passen. Handy hat vibriert. Achso, kleiner Zeichen. Das sind nicht Fahrerskills. Oh. Ich bleib den Rest der Folge schussfrei. Das zieh ich jetzt durch. Könnte bei der Infested Clear natürlich ein etwas blödes Unterfangen werden, aber... Bingo. Ist auch schon wieder fertig, wow. Hopp.
Ja. Ah, der hat einen anderen, so einen anderen Punkt, wo man draufziehen muss, um reinzukommen. Das ist ja fies. So, jetzt kann ich auch gleich wieder Platz im Inventar schaffen. Wollen wir einen kurzen Stopp zu Hause machen? Das ist gar nicht so wichtig. Weil wir gerade zu Hause dran vorbeifahren, deswegen. Nee, also ich brauche nicht. Okay. Dadurch, dass meine Pflastersteine jetzt durchgelaufen sind, habe ich jetzt gleich wieder Platz in meiner Zerlegereihe und dann kann ich mich um die ganzen Bücher kümmern. Ach so, wann flickst du denn eigentlich die Straße? Muss ich Straße flicken? Ja, du hast den Demo damals auf der Straße hochgejagt. Und deswegen muss ich die Straße flicken? Belebt den Scheißtypen wieder und dann lass ihn das machen. Der hat's doch kaputt gemacht. Den Zombie wiederbeleben. Ja, was ist das dann? Ein Un-Untot? Frankensteins Monster. Ach nee, Quatsch, der war ja aus Körperteilen. Ja, und Xenom hat der Demolisher auch Körperteile. Moment. Ganz wichtige Sachen. Geldautomat knacken. Wir sind fast pleite, wenn ich mich recht erinnere. Polizeiauto öffnen. Achso, apropos Polizeiauto öffnen. Ich habe da noch ein Speer für dich. Ja, jetzt habe ich sogar Platz, ihm entgegenzunehmen. Liegt im Auto. Das ist schon nice. 44er Titanmachete ist genau so ein Wert, Alter, wie ein 6 Level 26er Unterhebel-Repetierer, Alter. Ist lächerlich, ey. Ja, bitte? Die Skalierung des Hats ist kacke. Da ist eine Wanderhorde gerade in den Bookstop gerannt. Und die rennt da immer noch rein. Oh, klingt doch nach Spaß. Wollen wir mitmachen? Das ist eine große Wanderhorde. Mitmachen! Da ist ein Zombiebär auch drin, also. Guck, oh, dieses Scheißbuch, da waren wir doch gar nicht drin! Oh mein Gott! Ja. Boah, ich hab ja schon ganz Zeit mit Büchern vollgestopft. Vielleicht finden wir da jetzt gleich ein großes Buch drin. Leute, ich will nicht schießen. Jetzt habe ich meine eigene Challenge verkackt. Wow! Gib zu! Von hinten kommen noch welche! Von hinten! Alter! Fetter Zombiebär raus! Ja, der ist als erster reingerannt ist! Ach komm, mach du mal die Lootsäcke. Ich glaube auch noch nicht, dass das alles war. Mensch! Gut, dass ich meine Wunde erst überarbeitet habe. Was spuckt ihr? Ihr Drecksäcke, hier wird nicht gespuckt. Das sind wertvolle Bücher, die ihr gerade zerstört. Die Saftsäcke. Haben sie schon. Ja, ist mir auch aufgefallen. Oh. Hier liegt Papier. Mensch, in jedem Bierkühler war ein Bier drin. Nice. Also ich habe noch nicht ein einziges rotes Buch. Wäre aber streng genommen auch echt ein bisschen krass, wenn wir welche finden. Nicht, dass mich das stören würde, ne?
Ich habe 4 Pistol Notes. Das ist doch gut. Ich hatte jetzt eine, die ich nochmal gelesen habe. Ah! Die Bücher am Schaufenster sind Deko. Hey! Das hab ich, wollte ich gerade durchsuchen. Das verstehe ich. Hier, hier ist wenigstens dann. Ich habe auch was für dich zum Lesen. Hier, Rifle Notes. Shotgun-Munition. Sind sie so richtig ja, nur am Dealen, ne? Finde ich fast schon cool. Ja, ein 25er Messer. Pflanzenfasern, kannst du rauchen. Mensch, ich habe eine Aloe-Creme, ich kann das wieder über meine Dingens schmieren. Hurra! My senses have picked up something. So, wir wollten eine Quest machen eigentlich. Warum finden wir so einen coolen Was? Was sollten wir machen? Eine Quest? Ja, irgendwie hatten wir doch hier eine, oder nicht? Ja doch, Tier 3 Infestation, da. Die fehlt noch, die letzte von den 4 Quests, die ich machen wollte. Humbug, eindeutig Humbug. Ja. Wir haben hier eine Zombie-Meute gesehen. Ist dir eigentlich auch gefallen, dass sie das Auto neben uns hochgejagt haben? Tatsächlich nicht. Digga, das Auto ist direkt neben dir hochgegangen. Du kriegst es nicht mit. Und deswegen sollte ich es mitkriegen, nur weil neben mir ein Auto explodiert? Das finde ich ist aber auch schon wieder ein bisschen viel verlangt, ja? Das stimmt, hast auch wieder recht. Oh. Und go. Ich gehe den Geldautomaten knacken, wie immer. Ey, haben wir nicht so hier gestartet? Ich war am Geldautomat und du hast die Wanderhorde gesehen. Déjà vu. Mensch, ein 48er Titanspeer und 300, Alter, was? 400 Schuss, Alter, 762er Kolmunition. Du beschwer dich nochmal, dass ich beim Blutbund so viel, dass ich so viel verbrauche, ne? Wo ich noch so viel dabei hatte. Was sollen wir hier eigentlich machen? Oh! Nein! Ich habe gerade einen Schuss in die Luft abgesetzt. Ich glaube, ich habe nichts getroffen. Wir ignorieren, dass das passiert ist. Ich habe den doch nicht getroffen, oder doch? Nein, keine Sorge, ich habe den Geier umgebracht. Gut. Oh! Sorry, Alter, du hast mir einfach die stärkste Desertine gegeben, einfach. Du hast also Spaß mit der dich dir gegeben hat, mal vor Ewigkeiten. Ja. Ach, die Black Sky, stimmt, dieses Unique-Item-Ding da. Genau. So, ich lerne da nochmal was über Blunt Weapons. So. Wie gut bete eigentlich schon, was Blunt Weapons angeht. Mal kurz gucken, was interessiert mich jetzt. Habe ich ja eigentlich nur durch die Bücher. 22. Okay. Du hast noch irgendwelche Athletikbücher für mich. Oh, fuck. Ich erschieß dich doch beim nächsten Mal. Ich muss in der Hölle sporen. Rat mal, was mit den Büchern passiert ist. Ah, du hast sie gelernt. Nein. Ach, du hast sie zerlegt, auch noch so schlau. Ich hab sie zerlegt. Gut. Ich bin bei Athletik auf 100, deswegen war das ja, auch ein Buch drauf. Ja, schön, ja, klar. Oh. Warte, das war dein Geld, sagt er. Das war gerade Ninja Looting. Es tut mir leid, dafür kannst du meinen haben. Oh, danke für die 3 Schatzkarten. Ich habe auch noch 2 im Inventar. Cool, ne? Brennen in der Hölle.
Ja. Wir können ja mal in die Wastelands, vielleicht werde ich abgefackelt. Das letzte Mal lief das ja in etwa so. Yeah. Ah! Die 42er Titanmesser. Auch okay. Das nenne ich mal einen Bankraub. 1500 Altgeld. Kann man nehmen. Stell dir jetzt mal vor, du überfällst so eine Bank, gibst dir die ganze Mühe und kommst 1500 Dollar wieder raus. Dann lohnt sich das, dann gibt's doch vielleicht ein bisschen mehr. Ob das das Internet ist, ob dein Mikrofon irgendwie abregelt, aber beim... Ganz kurz, ich dachte, ich habe ein Windows-Update gemacht, was da gerade eingestellt ist. Vielleicht ist ja das falsche Mikro drin. Nee. Ist alles richtig. Zombie-Behemoth. Dafür, dass ich eine schussfreie Logik gemacht habe, finde ich das knapp ungünstig. Oh, der passt nicht durchs Tor, das ist okay. Alter! Ah, du bist unten. Zombie-Behemoth besiegt bitte im Speer. Aber ich habe sehr viele Stiche dafür benötigt. Heißt schon mal eindeutig, dass diese ganze Nahkampflogik doch Grenzen hat. Ich glaube übrigens, dass das wirklich ein Banküberfall war. Ich habe ein komisches Loch, was hinten rausgegraben wird, wurde. My senses have picked up something. Ja, jetzt habe ich wieder Probleme mit meinem Inventar hier. Ich glaube auch, dass das ein Banküberfall war. Oh, noch ein Bierchen? Dann müsste ich essen und trinken. Was habe ich denn da Schönes gefunden? Oh, das da. Habe ich keinen Platz gespart. Scrap, Scrap. Scrap, Scrap, Scrap. Hast du mechanische und elektrische Teile? Elektrisch auf alle Fälle, mechanisch weiß ich nicht. Ich hab dir mal zwei Sachen links in die Kiste gepackt. Nee, mechanisch hatte ich nicht, aber jetzt habe ich sie halt. Ja, ein paar Slots habe ich jetzt frei. Achso, wir sind fertig! Ah. Und durch die Kanalisation verschwinden wir jetzt, oder wie läuft das? Ach, witzig. Da. Dann lass uns die Quest noch schnell abgeben. Außer du bist darum beschäftigt, dann. Nee, ich habe nur mein Inventar gesäubert. Ich habe da draußen gerade noch ein Geldautomat gefunden. Auch noch mal 868 Geld. Wo parken wir denn? Auf der gegenüberliegenden Seite. Ah. Da, ich sehe schon. Hm.
we are not alone. Alter. Du. Also halten wir fest. Ja, was? Musst du den Satz beenden, damit es dir denkst. Ja, Bookstops looten ist, bevor eine Zombie-Herde reinrennt, oder? Ja, er gibt auf jeden Fall mehr Sinn, aber immer looten. Eigentlich ist es egal, in welchem Zustand. Hauptsache, wir looten sie. Great job. Ah, blaue Zettel. Nehme ich. B-Pod-Mod gibt, glaube ich, mehr Geld, genau. Hast du auch einen neuen Job für uns? You are nothing special. What are you looking for? Can you help me? Ich muss erst Platz schaffen. So. Ich habe direkt eine neue Quest bei ihr mitgenommen. Oh, das ist gar nicht gut, einfach durch diese Quest zu machen. Die volle Stimmung für Apfelkuchen. Der 26er Desert Vulture brauchst du wahrscheinlich nicht so, ne? Nein. Blauer Zettel. Nice. Gut. Dann gucken wir nochmal nach einer neuen Quest bei ihr. Otherworld? Open Trade Routes. Eine neue. Und die Stufe 4 Quest freigeschaltet. Ja! Oh. Aber sowas von. Ich habe eine Library Quest für Stufe 4. We'll give you Employee of the Month. Aha! Wir könnten auch gut mal wieder mit dem Heli bei der Darkness Falls Händlerin vorbeischauen und gucken, ob sie rote Bücher hat. Wir müssten auch langsam genug Bücher gesammelt haben, dass wir ein rotes Buch vielleicht sogar zu Hause selber herstellen könnten, falls wir nicht noch irgendeine Klasse dazu nehmen wollen. Obwohl, ich habe die Mechaniker immer noch nicht gemacht, ne? Wow, ich bin ein richtiger Held. Brauchen wir eine 26er Crowbar? Nicht, dass ich wüsste. Gut. Ich sage einmal mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und das nächste Mal bei Händlerin vorbeifliegen und nochmal Quests. Was hältst du davon oder hast du einen anderen Vorschlag? Können wir machen. Geil. Tschüss.